Und ich würde einfach mal schätzen, hier oben wäre ein Weg, weiterer Weg. Zur Mine. Naja. Gucken wir hier unten mal weiter mit Chiron alleine. Und ziehen mal hier die Truppen hinterher. So, ich habe Axtwerfer verbessert. Also bilde ich auch mal welche aus, dass wir auch ein paar Fernkämpfer haben. Und ich hätte vorher die Forschung machen sollen. Naja gut, nebenbei Forschung, dann kann ich halt hier ein bisschen noch was erforschen. Oh, ich wollte doch mal gucken. Ich will jetzt noch mal auf Nummer sicher gehen. Das ist alles billiger als bei anderen. Weil das kostet hier 200, 150, 150. Das ist also auf jeden Fall 50 billiger. Die Sachen kosten 300, 300, 300 und 200 jeweils. Ja, 200, also das hier ist jeweils um 100 billiger, die beiden. Das hier ist nur an Gold billiger, an Holz nicht. Und Eisenwaffen ist auch jeweils 100 billiger. Also hier 600, 500, 500, 400. Und hier ist es 500, ja, 400, 400. Also das ist 600, das war 500. Und das war 500, 400, ist auch billiger. Und die hier sind halt richtig teuer. Das sind halt edle Torwaffen. Gut, das heißt, erstmal verbessere ich Waffen. Waffenverbesserungen sind immer gut. So, während wir auf weitere Truppen warten, spreche ich mal hier mit Chiron vor. Zu einem kleinen Lager mit einem Gebäude, mit einer Kaserne, wofür auch immer die eine Kaserne brauchen. Also ein Langhaus meine ich natürlich. Wozu auch immer die hier ein, naja, ein Langhaus und ein Hafen. Naja, man könnte wahrscheinlich theoretisch auch da oben landen. Okay, die Schlange ist weg. Das heißt, es geht nur noch da oben lang und da drüben lang. Okay, ziehen wir mal jetzt Truppen nach, jetzt da wir eine Armee haben. Sammle ich die erst einmal. So, sind das alle Heldeneinheiten? Ja, und die beiden Valkyren? Ja, nebenbei, ich könnte auch noch ein oder zwei, nur einen Riesen könnte ich. Den will ich vorher aber mal kurz verbessern. So, dann noch die beiden Forschungen. Was hätten wir denn noch Tolles? Die Bergfestung verbessern, das hier verbessern. So, da ist jetzt unsere ganze Nahrung wieder futsch. So. Und die normalen Einheiten hier. Oh, wir haben den Herr, einen Huskarl verloren. Stecke ich mal in Squad 2. So. Wir können wahrscheinlich da irgendwo rumlatschen. Oder hier irgendwo rumlatschen. Das machen wir dann auch einfach mal. Oh, unsere Ramme. Die sollten wir natürlich auch noch mitnehmen. Erstmal den Riesen loswerden. Bevor der unsere Valkyren hier weiter tötet. Okay, die Valkyren ziehen wir mal zurück.
damit die sich gegenseitig mal heilen können. Das Upgrade bringt übrigens nichts. Oh, und unsere Holzfäller hier haben kein Holz mehr. Tilbuin? Oh. Da sind unsere Helden etwas stürmisch. Rambok, bitte dahin. Und ja, man sieht, die nordischen Truppen rennen einfach ordentlich vor. Oder preschen ordentlich vor. Und Fenriswölfe könnte man fast schon als Kavallerieeinheit sehen. So, damit haben wir die Schmiede eigentlich erreicht. Was war das Ziel nochmal? Scheinen sie die Trolle in der Nähe der Zwergenschmiede aus und erobern sie diese zurück. Okay, das heißt, wir müssen noch den Riesen und den Troll da loswerden. Und dann war es das hoffentlich für die Riesen. Nein, da oben ist noch ein Troll. Und ein Riese. Aber ich glaube, das müsste es dann gewesen sein. Verteidigen Sie die Schmiede, bis die Riesen sich zurückziehen. Okay. Oh. Jo, Akantos Zauber wirkt recht gut. Wir brauchen neue Truppen. Wie viel Aufsechs haben wir noch? Ein paar. Und wir können hier drin leider nichts bauen. Das ist ärgerlich. Och, du meine Güte. Das könnte jetzt richtig schmerzhaft werden. Dass da ganze Riesentruppe auf uns zuheizt. Okay, das war Eitri. Erkundet die Geheimnisse in unserer Schmiede und nutzt sie gegen die Riesen. Okay, das kriegen wir dann doch noch so hin. Das heißt, die drei... wo ist Akantos? Ach so, der hängt da oben fest, ja? Gut. Ihr baut mal hier den Turm wieder auf. Und ihr beide geht an der Goldmine wieder an die Arbeit. Ich könnte fast schon hier die Rüstung weiter verbessern, so. Ich nehme an, dass von hier drüben hauptsächlich Angriffe kommen. Ich hätte mich hier noch umsehen sollen. Wahrscheinlich ist da auch noch ein Tempel. So, das heißt, hier noch einen Turm. Und weg mit Fenris Wolf. Also ja, da drüben ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo Riesen kommen. Aber das sind mir ein paar zu viele Riesen. So. Und hier drüben, hier... Oh ja, hier ist so ein Lavafeld, wo auch Riesen spawnen können. Garantiert hier hinten rum. Wir hätten einfach hier hinten irgendwie durch können. Und ja, ich opfer mal die Ufsacks. So, ihr bewacht den Bieneneingang. Nein, na.
Ihr bleibt schön hier. Sagt mir lieber was zur Zeit. Fehlt Huskarle, fehlt ein paar. Also werde ich ein paar neue Huskarle ausbilden. Mal 5 Stück. Und die zur Unterstützung da reinschicken. Zusammen mit... Ich weiß nicht, wie viel habe ich hier jetzt. Weitere Trolle greifen an! Ja, Trolle und Riesen. Ach so. Ich sehe gerade hier, die Forschungen sind ganz andere. Als die draußen. Die hier kosten nur Gold und sind mächtig. Na gut, mächtig sind die Forschungen da draußen auch übrigens. Aber die Forschungen hier, Asbestschilde. Widerstandsfähiger gegen Feuerriesen. Alle Angriffseinheiten Schadensbonus gegen Riesen. Das ist vor allem nice. Und das kostet mich in Anführungszeichen nur einen Haufen Gunst, was ich als Nordmann sowieso ziemlich schnell reinkriege, dadurch, dass ich Gunst durch Herzen erzeuge und durchs Moschen, durchs Kämpfen. Wir sind hier nicht im Warhammer. Und ja, wäre ich hier hinten durchgegangen, hätte ich das hier alles noch einreißen können. Und hier drüben wahrscheinlich auch noch etwas. Ich denke mal, die Truppen reichen. So, ein paar Axtwerfer vielleicht noch. Und dann sollte das geregelt sein. Na komm, wir haben genug Nahrung und Holz. Da kann ich die beiden Forschungen auch noch machen. So, du kannst hier heilen. Ja, noch 6 Minuten, dann haben wir die Schmiede lang genug verteidigt. So, die Fenriswölfe kommen hier nicht mehr raus. Wir haben jedenfalls alle Forschungen mittlerweile. Wir können hier drin echt nichts bauen. Nein, auf diesem Plateau hier nicht. Wir könnten hier unten was bauen. Oder hier halt. Ah ja, hier baut man hier ein Langhaus für Ersatztruppen. Hey Freunde. Okay, verteidigt euch erst einmal gegen die Gegner hier. Die von hier kommen. Und wir haben wieder mal einen Herzen verloren. Ja. Gut, dann baut ihr mal hier weiter. Ihr zieht euch wieder nach hier oben zurück. Und ja. Naja, ihr könnt eigentlich ruhig hier bleiben, hier der Truppe helfen. Ihr habt ja jetzt das Axt der Jägerin Upgrade und ziemlich viele andere Upgrades, die abgefahren sind. Jo. Das hier scheint sogar doppelt zu wirken. Was nett ist. Ja. Also ja, Rüstung und Schaden machen die Einheiten recht gut. Ach, den Fenriswolf, den könnt ihr doch sein lassen. Und man sieht es hier wirklich, vor allem gerade die Durchschlagspanzerung ist die beste Panzerung bei den Huskarlen. Der Schaden ist gleich hoch wie bei Hersen. Alfsax habe ich ja leider gerade keine. Axtwerfer sind halt ein bisschen schlechter. Machen aber dadurch, dass sie verdammt viel Schaden machen, ziemlich was her. Ah, hallo Feuerriese und Balliste. Also, worüber ihr beide hier wollt.
wahrscheinlich einfach nur sterben. Ja, Fenris, hier ist kein Durchgang für dich. Und ja, ich könnte wirklich mal mit der Truppe hier da drüben gucken. Und erstmal hier oben die Riesen loswerden, die mich wieder angreifen. Riesen und hässliche Trolle sind unterwegs. Ja, das wissen wir, Amanra.